Falls ihr euch fragt, wo wir eigentlich immer übernachten, also wir nehmen ab und zu mal Hotels und jetzt zum Beispiel, schaut mal hier im Hintergrund, haben wir ein riesiges altes Kloster gefunden. Ja, ein Wikinger im Kloster, ich weiß. Hinten haben wir direkt das Meer. Und ja, an solchen Orten übernachten wir einfach mal irgendwie ein stylisches Architektenhotel oder mal ein altes Kloster. Ja, ganz einfach, die Wikingerzelte. Ich habe keinen Dachgepäckträger, sowas mitzutransportieren. Wäre einfach viel zu heftig. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was es hier in diesem Kloster zu sehen gibt, falls es euch das interessiert. So, hier haben wir wieder einen Garten. Ihr merkt schon, Gärten, Pflanzen, Kräuter haben wir eben schon gesehen, waren früher einfach sehr wichtig. Man hat sich da wirklich drum gekümmert, drum gesorgt, sich Gedanken gemacht, wo können wir viel anbauen, wie kann man viel nutzen. Dieses Autark kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Da hinten ist noch eine alte Ruine, eine kleine Klosterruine, da gehen wir gleich hin. Wirklich sehr schön angelegt, wenn man jetzt hier mal schaut. Ihr seht schon, hier ist eine Lunge. Also denke ich doch mal, dass das hier alles Pflanzen sind, die gut für die Atemwege und Lungen sind. So, hier kommen wir dann in den Bereich, wo wir Pflanzen haben, die sich zum Thema Herz beschäftigen. Wer weiß, vielleicht hat man da auch den einen oder anderen Liebestrank draus gemacht. Auf jeden Fall, denke ich mal, Herzrhythmus und alles, was in diese Richtung geht, die Pflanzen hier helfen in dem Bereich. Und so geht der ganze Garten weit. Hier haben wir einfach nochmal mitten im Feld, mitten nirgendwo so eine kleine Brücke. Also hier wird sehr, sehr wahrscheinlich früher mal Wasser lang geflossen sein. Und dann kommt man auch schon zu der Klosterruine da hinten. Was ich euch aber auch noch zeigen wollte, das erinnert so ein bisschen an so einen Märchenwald, wenn man hier mal lang guckt. Einfach links und rechts ist frei, aber da hat man Bäume, läuft da durch, kommt dann an diesem Kloster an. Und die Sonne ballert einfach genau durch. Oh, jetzt sind wir in dieser Ruine drin und hier stehen einfach noch so richtig alte Säulen. Und das Ganze ist irgendwie gebaut wie ein Labyrinth. Man geht hier durch und hat ziemlich viele Gänge, die nach links und rechts gehen. Wir laufen hier jetzt noch ein bisschen durch. Ich glaube, es ist nicht so spannend, das so zu zeigen. Wobei eigentlich schon, ich interessiere mich voll dafür. Wie sieht es bei euch aus? Sonst würdet ihr euch das Video nicht anschauen. Da ist nur noch ein Steinhaufen. Hier sieht es aus wie so ein Altar oder sowas, ein alter Tisch. Wir sind jetzt hier durchs Gebüsch gelaufen und schaut mal, was wir hier gefunden haben. Alte Grabsteine. Und hier geht's einfach auf einen verdammt alten Friedhof und da steht auch noch einfach ein einzelner Turm. Ja, Friedhöfe zu filmen, ich weiß nicht, ob man das machen sollte oder nicht. Aber ist auf jeden Fall krass. Ich versuche die Namen da nicht zu filmen auf den Grabsteinen. Ist ein bisschen makaber, aber wollte ich euch unbedingt auch mal zeigen, dass hier einfach mitten in diesen Pflanzen kleine alte Gräber sind. Und jetzt gehen wir mal zu diesem Turm, der da ist. Ich denke mal, war so ein alter Glockenturm, irgendwie sowas in die Richtung. Das Grab ist richtig krass. Guck mal, um diesem Grab sind einfach Bäume drum gewachsen. Die Gräber sind hier so im Schnitt zwischen 200, 300 oder 100 Jahren alt. Und man weiß zum Beispiel gar nicht, ob wir jetzt hier vielleicht irgendwo Grabsteine weggefallen sind. Und unter uns, genau wo wir laufen, werden doch sehr wahrscheinlich auch der ein oder andere Knochen liegen. Aber das Gelände ist einfach heftig. Schaut es euch an. Alter Verwalter. Er ist gerade hier so einen alten Plan gefunden und ich habe ja eben schon gesagt, das da hinten sieht aus wie ein Altar, beziehungsweise da vorne, und ich denke, wir lagen richtig. Wir haben so alte Aufzeichnungen gefunden, dass das hier wohl eine Kirche gewesen sein muss. Kirche, Kirche, wie auch immer man das ausspricht. Wir wollen ja jetzt hier keine Christen verärgern. Also das ist eine Seite von dem Gebäude und da, wo das Fenster offen ist, übrigens die Zimmer sind hier sehr schön, ist unser Zimmer und man hat hier einfach direkt einen Meerblick, einfach durch Zufall, nicht mal irgendwie angetippt oder so. Und jetzt gehen wir mal ans Meer und warten auf die Wikinger, dass die mit ihren Segelschiffen hier ankommen und das Kloster überfallen. Wir sind angekommen. So 5 bis 10 Minuten laufen und ich halte jetzt einfach mal meine Fresse und mache euch einfach ein bisschen neidisch, weil ich springe jetzt hier, denke ich, noch rein. Egal wie kalt das ist. Wir waren gerade auf dem Weg zurück und haben einen ziemlich verrückten Baum gesehen, so einen ganz kleinen Strauch, und der ist einfach komplett bewohnt mit Raupen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Jetzt sieht man es richtig.
So, nächster Stop, nächster Tag. Wir sind jetzt im Lindholm-Museum. Natürlich zeige ich euch auch wieder ein paar coole Sachen. Und hier im Hintergrund seht ihr es schon. Das hier ist einfach ein Fossil von einem verbrannten schwangeren Schaf aus einem Langhaus, was 18 Meter lang und 5 Meter breit war. Draußen sehen wir ganz viele von diesen Steingräbern. Da gehen wir gleich hin. Und man hat sich hier gedacht, wir heben eins aus und zeigen, wie das ungefähr ausgesehen hat. Ja, und ihr habt gerade schon die Steinformation gesehen und so ungefähr lief die Bestattung ab. Dann hat man die angezündet und irgendwann sind die Skelette einfach am Boden versackt. So, und hier seht ihr jetzt die Grabsteine, Grabstellen, die ich euch eben gezeigt habe im Inneren. Und es ist einfach krass, wie groß das Ganze ist. Und man muss sich vorstellen, hier unten war früher eigentlich ein Riesendorf. Man konnte das Ganze rekonstruieren, wo welche Häuser standen. Und hier rundherum waren so kleine Dörfer. Und das war von diesem Dorf der Friedhof. Ich will euch was Krasses zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht oder hört. Ich bin mal kurz leise. Hier fliegen überall über diesem Wikingerfriedhof Raben rum. Da oben im Baum, da sind welche. Dieser ganze Wikingerfriedhof ist voll mit Raben. Und Raben und die Wikinger hatten ja eine ziemlich krasse Verbindung. Was es hier noch zu wissen gibt, dieses Dorf, was hier stand, wurde irgendwann aufgegeben aufgrund der Sandflucht. Und ja, deswegen hat man das alles zurückgelassen. Im 19. Jahrhundert hat man hier versucht, irgendwas zu bauen und ist dabei auf diesen Friedhof hier gestoßen und hat das Ganze ausgegraben. Die Reifen hier, die ihr seht, einmal hier lang und einmal hier lang, das sind noch die Grundrisse, die man ein bisschen rekonstruiert hat, von alten Häusern. Und hier standen die Pfosten drinne. Das konnte man so ein bisschen rekonstruieren. Da sieht man eigentlich, es sieht sehr schmal aus, aber es ist verdammt lang. Das ja aus Serien und Filmen, dass die Könige und sowas in so brennenden Schiffen aufs Meer geschoben wurden. Hier hat man einfach aus Steinen eine Art Schiff geformt. Hier sieht man das, hier sieht man das. Und man hat dann, wie eben schon gesehen, einen Scheiterhaufen gelegt, den Toten da drauf gelegt, das Ganze angebrannt und wenn das Feuer aus war, das Ganze mit Erde bedeckt. Auch interessant zu wissen ist, dass die Männer mehr in dreieckigen und schiffsförmigen Mustern und Steinkränzen begraben sind und die Frauen mehr in runden und ovalen Steinkränzen und Formen. Wir haben hier einfach überall Rabenfedern gefunden und so einen kleinen Schädel. Und ja, mal schauen, was man daraus Schönes basteln kann. Ich meine, Rabenfedern aus Dänemark ist schon besonders. Vor allem, wenn es Rabenfedern aus Dänemark von einem Wikingerfriedhof sind. Und ihr seht, hier liegen welche, da liegen welche. So, und jetzt sind wir in Løken am Meer, wie ihr seht. Und hier gibt es zwei, drei besondere Sachen. Ihr seht schon da hinten, da gibt es so alte Kriegsbunker. Ich meine, die sind aus dem Zweiten Weltkrieg, da laufen wir jetzt mal hin. Die stehen einfach direkt am Meer. Und hier gibt es eine richtig krasse Bonbonfabrik. Also man kann live sehen, wie man nach alter Tradition Bonbons macht. Dann gibt es hier Eisdielen, die Eis machen, wie man das schon immer in Dänemark gemacht hat. Nach Tradition alles handgemacht, selbstgemacht. Und dafür steht Løken so ein bisschen. Aber jetzt laufen wir da hinten zu den Kriegsbunkern. In dieser Bonbonfabrik waren wir schon. Habe ich jetzt keine Videos gemacht, weil es ziemlich voll war. Aber wir haben uns auf jeden Fall zwei, drei Gläser gekauft. Also da haben wir den ersten Bunker, da kann man leider nicht rein. Hier haben wir den zweiten. Und wie gesagt, hinten stehen ganz viele, einfach wirklich direkt am Meer. Und man kann auch da reingehen, wie ihr seht. Leider ist es hier sehr dunkel und die sind zugeschüttet. Ja, aber für die, die es interessant finden, mal nicht zum Thema Wikinger, sondern ja, Zweiten Weltkrieg. Und ich nehme euch einfach mit. So, hier haben wir den nächsten, der sieht aus, als ob er zugeschüttet war, aber tatsächlich geht es hier auch noch mal rein. Und ja, die sind sehr klein, aber ziemlich, oh, hier riecht es auch sehr stark nach Fäkalien. Ich denke mal, hier geht der ein oder andere Urlauber hin, wenn er nicht Lust hat, auf Klo zu laufen. Hier haben wir noch mal eine kleine Flussmündung, die direkt ins Meer geht. Mega schön. Ich weiß nicht, ob die meisten das eigentlich so interessiert, so hier so eine kleine Tour am Strand, aber ich finde es mega, auch mal was anderes zu sehen. Und schließlich geht es ja hier um die Unterhaltung. Die Steine, die man hier sieht, die irgendwie aus Beton sind, die hat man auch hier hingetan,
als eine Art Verteidigungsschutz, wenn die Schiffe hier rangesegelt sind oder rangekommen sind. Und das ist einer der größten Bunker hier am Strand. Und man sieht, man hat da vorne leider zugemauert. Da hätte man auch reingekonnt. Und unterirdisch sind diese Bunker teilweise sogar miteinander verbunden. Also hier war jetzt noch ein kleines Loch in der Wand. Ihr seht jetzt nicht so viel, aber man kann hier einfach in diesen Bunker reinlaufen. Und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. So, und das ist die große Wand, die wir von außen gesehen haben, die zugemauert ist. Also richtig spannend, dass man einfach so irgendwie in diesen Bunker noch rein kann. Aber ich glaube, das war es hier schon. Ich wette, hier unten durch konnte man noch in die anderen Bunker rein. Da waren wir gerade drinne. Aber ich denke, fürs Videomaterial reicht das. Wir schauen auf jeden Fall jetzt nochmal privat ein bisschen hier rum. Und ihr seht, ich gehe echt davon aus, dass die alle irgendwo miteinander verbunden waren. Die sind leider nur geflutet oder zugeschüttet. Es ist irgendwie echt schwer zu sagen, ob die so hier gebaut wurden oder mal höher standen, so wie da, und die runtergefallen sind, weil die alle ziemlich schräg hier in diesem Schrank stehen. Ihr seht das. Wenn man mal auf die Dächer guckt, ich halte das, die Kamera jetzt mal gerade, es steht hier ziemlich schräg drin. Aber es ist einfach mega faszinierend, was für Monstrums die hier gebaut haben. Und man kann wirklich in fast jedem Bunker reingehen. Wirklich ziemlich cool. Außer so zwei, drei, die wurden zugemauert. Hier geht nochmal eine Treppe auf, kommt man wahrscheinlich da oben hin. Da ist nochmal wie so ein Schussgraben. Und hier kann man auch noch mal rein. Also, wir haben gerade rausgefunden, diese Bunker standen wirklich oben auf den Dünen und sind hier irgendwie 90 Meter weit runtergefallen. Die wurden zwischen 1944 und 1945 benutzt. Und man hat damit so den Strand verteidigt, Zweiter Weltkrieg der Deutschen und der Dänen. Und das sind so die Überbleibsel davon. Und das ist die größte Kolonie an Bunkern, die man jemals an einem Strand gefunden hat. Anhand dieses Bunkers sieht man, glaube ich, wie krass das war, wie die da abgerutscht sind, immer Stück für Stück. Und wir haben gerade schon festgestellt, wie faszinierend das immer wieder ist, wie die Natur sich, also ihr seht, da drauf wächst einfach Gras, da sollte einer mal Rasen mähen, wie die Natur sich einfach alles Stück für Stück zurückerkämpft, selbst bei den härtesten Betonbunkern. Also, wenn wir die Natur nicht vollkommen zerstören als Menschen, wird diese uns safe auch noch überleben.